Hallo. Hallo, guten Morgen. Bitte sehr. Ich würde gerne das Buch Wissenschaftliches Arbeiten ausleihen und ich wollte eben Sie fragen, wie das funktioniert. Ja, da gehen Sie bitte am besten zu unserem Informationsschalter. Der befindet sich auf Ebene 3 und dort hilft Ihnen ein Kollege von mir sehr gerne weiter. Okay, super, danke schön. Gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann ich helfen? Die Kollegin hat mich auf Sie verwiesen. Ich suche ein Buch und ich wollte fragen, wie ich das ausleihen kann. Sehr gerne. Kommen Sie bitte zu mir. So, um ein bestimmtes Buch bei uns finden zu können, braucht man den Bibliothekskatalog. Und um den aufzusuchen, ist es am besten, man wählt die Webseite der Universität Klagenfurt. Und hier bei den Quick Links findet man ganz an erster Stelle die Bibliothekswebseite. Auf unserer Seite befindet sich gleich an erster Stelle hier der Katalog Literatursuche, der heißt bei uns Surf at UBK, der Katalog. Klicken wir einfach mal drauf. Eine einfache Suchoberfläche und wir können hier entweder ein bestimmtes Thema eingeben, wenn wir das so suchen wollen, oder ein bestimmtes Buch. Und ich glaube, Sie brauchen ein bestimmtes Buch. Hier genau, von Balzert, Wissenschaftliches Arbeiten. Arbeiten. So, wir bekommen jetzt eine Trefferliste hier in der Mitte angezeigt. Zusätzlich neben der Trefferliste gibt es auch hier die Möglichkeit, über Filter oder Facetten, wie wir es auch nennen, die Suche einzuschränken. Gibt es mehrere Möglichkeiten, vom Medium angefangen, Buch, Artikel oder zum Beispiel elektronische Ressource, bis hin, was sehr häufig benutzt wird, das Erscheinungsjahr, weil man ja oft eigentlich das Neueste braucht. Wir wollen in dem Fall auch das Neueste wahrscheinlich uns raussuchen, denn Balzert gibt es öfter. Hier haben wir 2017, das ist die neueste Auflage. Da klicken wir einfach mal auf den Titel drauf. Wir bekommen jetzt alle näheren Informationen zu dem Buch und das Wichtigste ist einmal auch der Standort. Und Sie sehen hier gleich an der ersten Stelle Freihand, das ist alles, was bei uns im Lesesaal aufgestellt ist. Und neben dem Standort selber sieht man noch zwei Angaben, nämlich die sogenannte Signatur, das ist die Buchnummer, und die sogenannte Aufstellungssystematik, hier abgekürzt mit Aufsys. Weil jedes Buch bei uns einem bestimmten Themengebiet zugeordnet wird. Das sind bei uns einmal hierarchisch aufgestellt nach den Wissenschaften. Und hier ist die Systematik 11.013.4.0, mein Sprachwissenschaften. Okay. Wir schreiben uns das am besten auf, damit wir das im Regal dann auch schnell finden. Das ist 11.013.4.0 und die Signatur ist römisch 1.636.554 und damit gehen wir jetzt ins Regal. Okay. So, als erstes orientieren wir uns an den Stirntafeln in den Regalen. Sie sehen jetzt diese weißen Tafeln gegenüber, wo die Hauptgruppen jeweils beginnen. Von 4 herauf, Philosophie bis eben Sprachwissenschaften. Man sieht den 11er da vorne. Und wir gehen jetzt einfach dorthin zu der ersten Tafel, weil das ist 11.013.4.0, ist gleich im ersten Regal. Wir befinden uns hier am Anfang vom Bereich Sprachwissenschaft. Auf den Stirntafeln finden Sie jetzt die Untergruppen innerhalb der jeweiligen Wissenschaft. Alles, was links aufgestellt ist, ist links aufgelistet. Alles, was rechts im Regal aufgestellt ist, auf der rechten Seite. Und unser Bereich 11.013 befindet sich hier rechts, Schreibforschung, Schreibdidaktik. Und wir gehen jetzt auf rechts ins Regal hinein. So, im Regal orientieren wir uns jetzt in erster Linie an den Fahnen, an diesen Bereichsfahnen, die da herausstehen. 11.013 beginnt hier. Und in zweiter Linie dann an diesen Untergruppenschildern hier, wo dann die jeweilige exakte Systematik aufgeschrieben ist. Sie sehen, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt welche, wo ganz wenig Bücher aufgestellt sind. Beziehungsweise es gibt auch Themengebiete, wo über mehrere Regalmeter dann die Literatur aufgestellt ist. Wenn man den Bereich gefunden hat, wo das gesuchte Buch aufgestellt ist, orientiert man sich dann an der Signatur, die haben wir ja auch aufgeschrieben. Die kleinste zuerst, das ist das älteste Buch und die höchste am Ende, das neueste Buch zu dem jeweiligen Thema. Der Vorteil ist, dass das alles so beieinander steht, ist, wenn man im Katalog recherchiert, findet man ja oft nur ein bestimmtes Exemplar in dem Themenbereich und man kann dann faktisch hinten nach nochmal nachschmökern, ob dann vielleicht noch ein zweites Buch auch vorhanden ist, das man brauchen könnte. In dem Fall ist es ja was anderes, weil wir ein bestimmtes Buch suchen. Und wir suchen jetzt 11.013.4, das ist ein bisschen weiter unten, das beginnt hier. Und jetzt orientieren wir uns nach der Nummer 6.36.554, das ist relativ neu, das ist hier. Sie sehen jetzt, dass dieser Systematikaufkleber einen weißen Streifen bei der Hauptgruppe hat. Das ist das visuelle Zeichen dafür, dass ein Buch nicht entlehnbar ist. Das heißt, in diesem Fall kann man es hier im Lesesaal benutzen. Man kann kopieren, scannen, sich was rausschreiben, aber es nicht entlehnen. Mhm. Für die Entlehnung müssen wir in dem Fall dann nochmal im Katalog nachschauen, ob es vielleicht im Magazin vorhanden ist. Okay.
So angenehmerweise gibt es von diesem Titel gleich mehrere Exemplare. Neben dem Exemplar in der Freihand, also hier im Lesesaal, das wir jetzt gerade in der Hand gehabt haben, gibt es auch noch Exemplare in der sogenannten Lehrbuchsammlung im Eingangsbereich und auch im Magazin. Um Bücher im Magazin bestellen zu können, muss man sich allerdings im Online-Katalog einloggen. Diese Funktion ist erst dann freigeschaltet. Jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie sich einloggen mit den Unidaten. Bitte schön. Perfekt, danke. So, jetzt ändert sich nicht großartig viel an der Oberfläche. Allerdings sehen wir hier jetzt diesen Button Bestellen vormerken. Einfach draufklicken, dann kommt hier nochmal eine Bestätigung, wiederum Bestellen und vormerken. Wenn wir jetzt da draufklicken, wird das Buch tatsächlich im Magazin bestellt, sprich dort kommt ein Bestellzettel aus dem Drucker. Die Kollegen geben das Buch für Sie aus. Sie kriegen jetzt dann von uns eine E-Mail-Nachricht, wenn es dann fertig ausgehoben ist und Sie es dann am Schalter abholen können. Okay, super, danke schön. Tschüss. Gerne, ciao. Hallo. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, dass mein Buch abholbereit ist. Ja, eine Bestellung aus dem Magazin? Ja, genau. Ja, darf ich Ihre Karte haben, bitte? Danke sehr, danke. So, bitte sehr. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hey, schau, ich habe für unseren Kurs das Buch Wissenschaftliches Arbeiten schon gefunden. Na super, das würde ich auch brauchen. Ja, vielleicht einfach bei der Dame am Schalter kurz nachfragen. Mhm. Mach ich, danke. Okay, schönen Tag. Danke. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo, bitte sehr. Ich bin auf der Suche nach dem Buch Wissenschaftliches Arbeiten. Meine Kollegin war vorhin schon da und hat sich das auch ausgeborgt. Mhm. Ah, genau, ich kann mich erinnern. Ich werde einmal schauen, ob wir das noch in der Lehrbuchsammlung haben. Gell? Einen Moment bitte. Ah ja, schaut gut aus. Die Lehrbuchsammlung, die befindet sich genau hinter Ihnen, aber ich zeige Ihnen beim ersten Mal am besten, wie Sie das leicht finden können dort. Ja? Hallo, servus. Hallo. Wartest du schon lange? Nein, ich bin auch gerade gekommen. Okay, super. Sehr gut. Okay. Wollen wir reingehen? Ja, aber du musst noch deinen Rucksack unten abgeben, okay. Also unten bei den Spinden. Ah, okay. Und du kannst da so ein Bibliobett mitnehmen, damit du deine Sachen reintun kannst. Okay, perfekt, mache ich gleich. Wartest du auf mich da? Ja, ich warte. Ja, perfekt, super. Bis gleich. Bis gleich. Wir gehen jetzt zur Lehrbuchsammlung und ich zeige Ihnen den Titel, den Sie finden können. Und den finden Sie hier bei uns unter 11, der Sprachwissenschaft. Ja. Und dazu gehen wir jetzt in die Reihe. Und hier finden Sie den Titel unter 11, 0 Ball. Wichtig ist, wenn Sie im Katalog recherchieren, müssen Sie sich diese Systematik notieren, damit Sie das finden können. Und die Lehrbuchsammlung, da ist Literatur speziell für Studierende und wir haben da immer mehrere Exemplare für Studierende zur Verfügung. Ja, und jetzt gehen wir das Buch am besten entlehnen. Und ich zeige Ihnen das aber gleich am Selbstverbuchungsautomaten. Das ist recht praktisch, wenn zum Beispiel die Bibliothek geschlossen ist und wir ja doch die 24-Stunden-Bibliothek haben. Ich muss noch was scannen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das können wir gleich machen. Ah, okay, perfekt, dann gehen wir rauf. Okay, passt. Die Karte hier auflegen. So, hier kommt die Quittung. Und da ist das Buch bereits auf Sie ausgeliehen. Super, bitte sehr. Danke schön. Gerne. Komm, schauen. Wiedersehen. Passt. Ich bin fertig. Okay, super. Wo treffen wir uns eigentlich mit Markus? Er hat diesen Gruppenarbeitsraum unten im Lesesaal gebucht. Ah, okay. Wie bucht man so einen Raum eigentlich? Das kann man ganz normal über die Bibliothekswebseite buchen. Ah, perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir. Okay, passt. Hallo, servus Markus. Hallo, grüß euch. Wie geht's dir? Passt alles? Alles gut, danke. Ja. Bei euch? Ja, bei mir auch, danke. Super.
Schön. Wollen wir anfangen? Ja, gerne. Legen wir los. Ach ja, Andrea, hast du eigentlich das Buch Wissenschaftliches Arbeiten schon ausgeliehen? Nein, leider nicht. Es gibt nichts mehr. Ach so, schade. Aber ich habe gesehen, das Buch gibt es auch als E-Book. Ah, wirklich? Okay. Oh, das wäre schon super. Kann man das auch herunterladen? Ja, das geht. Also wenn du möchtest, kann ich dir das gerne zeigen. Ja, gerne. Danke dir. Und dann einfach auf den Download-Button klicken und in weiterer Folge öffnet sich dann das E-Book automatisch, also in dem Fall als PDF. Okay, perfekt. Das ist aber super. Danke. Ja, gerne. Und das kann ich von daheim aus auch machen, oder? Also auf die ganzen E-Ressourcen zugreifen, oder? Ja, das funktioniert schon. Du musst nur vorher im Browser die Proxy-Einstellungen machen. Es gibt da eben im Bibliothekskatalog diesen Link zu diesen Proxy-Einstellungen. Da kommst du dann ins Beschäftigtenportal, da meldest du dich an mit deinen Benutzerdaten und dann hast du bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo du je nach Browser-Typ die Proxy-Einstellungen machen kannst. Funktioniert einfach und geht da recht schnell. Ja, super. Hallo, wir schließen. Darf ich bitte eure Studentenkarten kontrollieren für die 24-Stunden-Bibliothek? Danke. Ich habe leider die 24-Stunden-Bibliothek noch nicht aktiviert. Okay. Du, kein Problem, ich kann ja gerne sagen, wie das funktioniert. Okay, super, danke dir. Okay, aber bedenken Sie bitte, dass das Update erst über Nacht läuft, das heißt, der Zugang zur 24-Stunden-Bibliothek ist erst dann ab morgen möglich. Ah, okay, alles klar, danke für die Information. Danke. Wiedersehen. Du loggst dich einfach in das Campus-System ein und dann hast du hier unter Meine Einstellungen die Option der 24-Stunden-Bibliothek. Mhm. Hier kannst du dich eben dafür registrieren. Allerdings dauert es dann bis zum nächsten Tag, bis es tatsächlich aktiv geschalten wird. Alles klar. Das heißt, für heute nützt uns das dann leider nichts mehr. Ja, leider. Ja, dann packen wir einfach heute zusammen und machen wir morgen weiter, weil dann können wir länger bleiben. Mhm. Perfekt, okay. Wunderbar, machen wir so. Okay. Ja, passt. Passt.